Der Energietransport von der Sonne zur Erde findet über sogenannte elektromagnetische Strahlung statt. Der größte Teil der Sonnenstrahlung ist kurzwelliges, für uns sichtbares Licht, das fast ungehindert von der Sonne zur Erde durchdringt. Die Erde absorbiert diese Strahlung zum Teil, wandelt sie in langwellige Wärmestrahlung um und gibt sie ab. Diese Wärmestrahlung wird von Treibhausgasen in der Atmosphäre wie Wasserdampf, Methan und Kohlendioxid kaum ins All durchgelassen. Stattdessen wird sie absorbiert und in alle Richtungen gleichmäßig wieder abgegeben, auch zur Erde. Dadurch wird die Erde wärmer und das ist der Treibhauseffekt. Und damit hallo aus der Wetterschule. Dass Kohlendioxid, sprich CO2, die Wärmestrahlung nicht ungehindert ins All durchlässt, das könnt ihr mit einem Experiment zeigen. Dafür braucht ihr zwei Luftballons, eine Wärmebildkamera, eine Luftpumpe und eine CO2-Kartusche, wie man sie manchmal für Sprudelwasser benutzt. Nun füllt ihr einen Luftballon mit normaler Luft, mit der Luftpumpe. Ihr solltet ihn nicht mit dem Mund aufpusten, da die Atemluft schon sehr viel Kohlendioxid enthält. Den anderen Luftballon füllt ihr nun mit CO2 aus der Kartusche. Nun nehmt ihr einen Behälter mit heißem Wasser, schaltet die Wärmebildkamera ein. Dass das Wasser heiß ist, erkennt ihr in der Wärmebildkamera daran, dass es sehr hell ist. Ihr müsst gegebenenfalls die Temperaturskala noch so ein bisschen anpassen. Haltet ihr den Luftballon mit der Luft davor, so seht ihr, dass noch ein bisschen was Wärmestrahlung durchkommt. Ist also nicht ganz schwarz. Und wenn ihr den Luftballon mit dem CO2 davor haltet, so wie hier, dann seht ihr, dass kaum Wärmestrahlung durchkommt. Es ist relativ schwarz. Sozusagen lässt das CO2 weniger Wärmestrahlung von der Erde auch ins All. Und das ist eben der Treibhauseffekt.